Okay, Leute, Big News, die wir direkt mit euch teilen müssen. Und zwar ist Bali nicht ein eigenes Land, sondern eine Insel in Indonesien. Und Indonesien hat noch ganz viele andere Inseln und es gibt noch ganz viele andere Sehenswürdigkeiten hier in Indonesien. Und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Wir wollen euch die coolsten Dinge zeigen, die wir in Indonesien gesehen haben. Ob Wasserfälle, ob Vulkane, ob unglaublich schöne Inseln. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, starten direkt ins Video. Viel Spaß! Mit einer der schönsten Inseln, glaube ich, die wir in Indonesien gesehen haben, nämlich Pulauwe. Das ist im Norden von Sumatra. Wir machen uns jetzt quasi von Sumatra Norden auf bis runter rüber nach Flores. Ja. Und deswegen fangen wir oben jetzt an. Pulauwe ist eine ganz süße, kleine, einsame Insel mit richtig, richtig schönem blauem Wasser. Mega viel bunte Fische unter Wasser, tolle Korallen. Man kann quasi von der Unterkunft direkt reinspringen und lauter tolle Fische sehen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen und diese coole Insel mitzunehmen. Ein nächstes absolutes Highlight auf Sumatra und eigentlich auch in ganz Indonesien ist dann Bukit Lawang, was ein kleines Dorf am Gunung Leuser National Park ist. Und was man hier auf jeden Fall machen sollte und muss, ist ein Trek durch diesen National Park. Denn dort gibt es nämlich wilde und so halbwilde Orang-Utans, die man auf jeden Fall sieht. Also Orang-Utans in der Wildnis zu sehen, schon mal mega cool. Und der Trek dazu ist auch so, also ist einer der coolsten Treks, die wir je gemacht haben. Ich habe den sogar schon zweimal gemacht, weil ich den so gefeiert habe. Wir würden empfehlen, mindestens eine Nacht im Dschungel zu schlafen, also einen Zwei-Tages-Track zu machen. Und dann geht ihr halt los mit einer großen Gruppe, seht die Orang-Utans, geht dann zu eurem Camp mitten im Dschungel, schlaft halt im Dschungel, was eine coole Erfahrung ist. Und das Beste ist eigentlich der Rückweg. Den geht ihr nämlich nicht, sondern ihr fahrt mit einem Jungle Raft quasi über diesen Fluss zurück zu eurem Hotel, was einfach mega Laune macht. Und ist wirklich ein unvergesslicher Track, den wir sehr empfehlen können. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn ihr schon in Bukit Lawang seid, solltet ihr euch auf jeden Fall Dirtbike ausleihen und zu den Elefanten rüberfahren nach Tangkar Han. Der Weg schon allein ist mega cool und mega Spaß gemacht, einmal durch den Dschungel durch und dort gibt es quasi eine Auffangstation auch wieder für Elefanten. Wir hatten das Gefühl, mit den Elefanten wird sehr sorgsam umgegangen und bewusst umgegangen. Und Reiten wird jetzt auch nicht angeboten. Genau, Reiten wird gar nicht angeboten. Man kann die Elefanten aber dort waschen und eben so mit denen hautnah in Kontakt kommen, was wir einfach mega cool fanden. Das heißt, wenn ihr mal Elefanten in der freien, halbfreien Natur sehen wollt, dann auf jeden Fall dort. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, passt nur auf, dass es nicht regnet. Auf unserem Rückweg hat so geisteskrank geschüttet, dass teilweise die Flüsse überflutet waren und wir fast nicht mehr zurück nach Bukit Lawang gekommen sind. Obwohl wir ein Dirtbike hatten, war auf jeden Fall ein Abenteuer, aber ja, macht euch auf was gefasst. Der nächste Stopp ist dann schon auf Java und zwar der Mount Bromo, was wirklich ein mega beeindruckender Vulkan ist. Erstmal fährt man relativ früh hin, um den Sonnenaufgang zu sehen und der Vulkan ist halt in so einer Wüstenlandschaft, was irgendwie schon mega beeindruckend aussieht. Und dann kann man halt runterfahren von dem Aussichtspunkt zum Vulkan hin durch diese Wüstenlandschaft. Wir hatten Roller, ich würde euch da allerdings auch ein Dirtbike empfehlen oder man kann das mit einer Tour mit so einem Jeep machen. Wir machen nicht so gerne Touren, aber ein Dirtbike ist eigentlich schon ein Muss, weil wir mit dem Roller echt oft stecken geblieben sind, ja, und das war teilweise sehr frustrierend. Aber mit dem Dirtbike soll es mega Bock machen, dann kann man halt zum Fuße vom Bromo fahren und das ist halt ein aktiver Vulkan. Der ist so laut, also ist wirklich die ganze Zeit am Beben und am Dampfen. Oh mein Gott! Es ist so krass, ne? Es ist krass! Es ist so cool! Also es ist wirklich ein krasses Erlebnis dann. Man kann halt oben auf den Vulkan drauf, an den Rande des Kraters und halt runter gucken in diesen aktiven Vulkan. Und es war schon echt ein cooles Erlebnis. Wir sind zum Bromo aus Malang ausgefahren. Und wenn ihr auch die gleiche Route nehmt und in Malang haltet, würden wir euch empfehlen, im Omakayu zu übernachten. Das ist nämlich ein kleines, süßes Baumhaus, quasi inmitten von Bäumen mit einem mega coolen Ausblick. Es ist relativ simpel. Also es ist ein Bett und ein Wasserkocher und eine kleine Terrasse draußen. Aber es ist einfach eine mega coole Erfahrung, irgendwie in so einem Baumhaus zu schlafen. Wir hatten unsere Hängematte mit dabei, haben die dann aufgespannt. Und man kann da sogar noch paragliden, was auch mega günstig war, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kann man da einfach mal die Aussicht genießen quasi und von dort aus dann zum Bromo starten. Es war auch günstig und nicht gefährlich, das Paragliden. Das nächste Highlight in Indonesien ist ein weiterer Vulkan, auch auf Java, und zwar der Mount Ijen.
Ist schwierig zu sagen, welcher cooler ist, der Ijen oder der Bromo. Aber was den Ijen so besonders macht, ist, dass es ein Schwefelvulkan ist und dass da auch Arbeiter sind, die Schwefel abbauen. Also der Check zum Vulkan ist erstmal relativ easy, dauert so 2 Stunden. Man startet auch nachts, weil man vor Ort dann so ein blaues Feuer sehen kann, was man halt nur nachts sieht logischerweise. Und ihr werdet aber schnell merken, dass man irgendwann relativ schwierig atmet, dass dann so ein bisschen die Augen brennen und das liegt an diesem und dass es stinkt, genau, und das liegt an diesem Schwefel. Und ganz unten im Krater, wo man auch hingehen kann, ist erstmal ein wunderschöner See, aber neben diesem See dampft es halt mega und da wird Schwefelgestein abgebaut von Arbeitern, was einer der härtesten Jobs der Welt ist. Und ja, die schleppen halt 90 Kilogramm auf ihrem Rücken den Krater hoch 2-mal am Tag. Was heftig ist, sodass unter diesen giftigen und wirklich ätzenden Bedingungen fast, aber das mal als Tourist zu sehen, da runter zu gehen, in diesen Krater zu gehen, ist wirklich eine einzigartige Erfahrung, die wir so nirgendwo anders gesehen haben eigentlich. Das ist mega cool, ja. Weil der See eben so türkis ist und das Schwefel ist so gelb. Das sind einfach geile Farben und ja, das ist eine coole irgendwie Erfahrung. Mega schön, aber auch irgendwie mega traurig. Ja. Aber auf jeden Fall eine Erfahrung, die ihr nicht vergessen. Jetzt müssen wir euch noch eine Sache empfehlen, an der wir selber noch nicht waren, aber was auf unserer Bucketlist auch noch steht, und zwar der Tempunk Sewu Wasserfall. Hast du sehr gut ausgesprochen. Das ist ein super cooler Wasserfall, wo man im Hintergrund noch den Vulkan sieht. Also wenn man, ihr kennt bestimmt die ganzen Drohnenbilder. Das ist ein mega, mega krass beeindruckender Wasserfall. Der Abstieg soll relativ abenteuerlicher sein. Ja. Man kann natürlich unten ins Wasser springen. Und ja, ist einfach, glaube ich, der bekannteste und wahrscheinlich der schönste Größte Wasserfall auch. Indonesiens. Ja. Deswegen, ja. Musst du mit drauf, auch wenn wir selber noch nicht da waren. Ja, aber das sieht auf jeden Fall heftig aus. Und wenn ihr auf Java seid, verpasst ihr nicht. Genau, wie so wie wir. Ein sehr ähnlicher Wasserfall wie der auf Java ist der Sekupul-Wasserfall auf Bali. Sieht ähnlich aus. Das heißt, man hat so eine riesige Wand, wo einfach das Wasser runtergeschossen kommt, überall. Also wenn man nah rangeht an den Wasserfall, ist dieser Wassernebel, weil es von so weit oben runterkommt. Es ist einfach eine sehr beeindruckende und sehr coole Atmosphäre. Und auch unserer Meinung nach der schönste Wasserfall auf Bali. Wenn wir aber schon ein Video über Bali gemacht haben, ist das der einzige Punkt, den wir hier von Bali erwähnen werden. Ihr könnt natürlich das Top-Bali-Video anschauen, also was sind so unsere Highlights auf Bali. Oder wenn ihr noch mehr haben wollt, wenn ihr nicht genug bekommt, dann haben wir einen Bali-Guide für euch erstellt. Das heißt, wir haben einen kompletten Reiseführer geschrieben und wir haben dazu noch Videoguides mit Reiserouten, mit generellen Bali-Tipps, wie man hier sich gut fortbewegt, günstige Hotels findet etc. Also wir haben so ein richtiges Komplettpaket aus unserer ganzen Bali-Erfahrung. Würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr das abcheckt und wenn das vielleicht was für euch ist, für eure nächste Bali-Reise. Ansonsten geht es jetzt weiter mit unseren Highlights hier von Indonesien, nicht Bali. Als nächstes gehen wir rüber nach Lombok zu den Gili Islands. Da empfehlen wir euch nach Gili Air zu fahren. Viele sagen auch Gili Air, kann man natürlich auch. Ist aber falsch. Also ja, man sagt Air, das bedeutet Wasser, nur mal so als Side-Effekt. Und genau, die Gili-Inseln sind mega, mega schön. Sie sind schon sehr bekannt und auch sehr touristisch und können, glaube ich, auch schon sehr überlaufen sein. Aber wir finden Gili Air ist quasi noch so ein Mittelding. Also es ist schon was los, aber eben noch nicht ganz so überlaufen wie vielleicht Gili Travagan. Aber ihr habt eben da mega geil blaues Wasser, eine mega krasse Unterwasserwelt. Es gibt einmal diese Statuen, es gibt unfassbar viele Fische und Schildkröten. Ja, so viele Schildkröten haben wir noch nie gesehen. Ja, das ist so eine coole Erfahrung. Und diese Inselleben, auf der Insel gibt es keine Roller. Stimmt, ja. Es gibt nur Fahrräder oder eben die Kutschen, mit denen man nicht unbedingt fahren sollte, ne? Tierschutz und so. Aber genau, es ist eine mega coole Atmosphäre dort auf der Insel und es ist einfach so entspannt und mega, mega schön. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Yes. Wenn euch die bekannten Gelis dann zu viel sind, gibt es noch Secret Gilis und wir waren da auf Gili Asahan, was eine noch viel kleinere Insel ist, wo es eigentlich gar nichts gibt, außer die Gili Asahan Eco Lodge, an der wir dann natürlich auch gewohnt haben. Und hier habt ihr dann wirklich mal richtig Abgeschiedenheit. Ihr habt dann quasi nur dieses eine Restaurant von der Unterkunft und ihr könnt dann da Kajak fahren, weil das Wasser mega ruhig ist. Ihr könnt natürlich Stand-up Paddleboard. Ihr könnt natürlich auch super gut schnorcheln und ihr seid halt wirklich im Mitten vom Nirgendwo. Also es ist nochmal eine ganz andere, besondere Erfahrung. Also wenn ihr mal richtig abgeschieden irgendwo sein wollt, dann fahrt nach Gili Asahan. Das ist eine richtig schöne Insel, um mal richtig zu entspannen. Wenn ihr dann schon auf Lombok quasi seid, solltet ihr in Kuta Lombok auch einmal halten. Es gibt nämlich unfassbar schöne, tolle Buchten dort mit weißen Stränden, blauem Wasser, total unberührt, keine Hotels an den Stränden, wirklich leere Strände. Und wenn ihr da eben schon seid, ist eigentlich Surfen angesagt, weil jeder dieser Buchten ist eigentlich ein toller Surfspot. Es gibt Surfspots für Anfänger, es gibt aber auch Surfspots für schon Fortgeschrittene mit Barrels und Co. Was geht Deswegen ab? Solltet ihr, egal welchem Level ihr seid, da auf jeden Fall mal vorbeischauen und euch aufs Sport schwingen. Wem Lombok dann immer noch zu voll zu touristisch ist, der kann dann auf die nächste Insel nach Sumbawa fahren. Da hat man dann
nochmal schönere Buchten, nochmal schönere Strände und ist nochmal abgeschiedener, hat aber auch nochmal bessere Surfspots, vor allem wenn man fortgeschrittener ist. Und ja, deswegen können wir Sum Bawa auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die so richtig abgeschieden sein wollen und richtig gut surfen wollen mit vielleicht nicht ganz so vielen Leuten im Wasser, wie es teilweise in Lombok der Fall sein kann. Sum Bawa hat allerdings sonst nicht so richtig viel zu bieten und ist auch eine ziemlich große Insel, also da kann man nicht mal easy von Spot A nach Spot B fahren. Aber wenn ihr Bock auf Surfen oder einfach chillen an wunderschönen Stränden habt, dann können wir euch Sum Bawa auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Dann kommen wir zum nächsten absolut riesengroßen Highlight hier in Indonesien, nämlich Komodo Island. Ihr kennt sie bestimmt auch schon vom Hörensagen, aber das war wirklich mit das Schönste, was wir auf unserer Reise gemacht haben. Ja. Und zwar geht ihr quasi in der Nähe von Flores sind die Komodo Islands. Ihr fliegt nach Flores, steigt da auf ein Boot und lebt eigentlich, wir haben 2 Nächte, 3 Tage auf dem Boot gelebt. Ja, würde ich auch so empfehlen. Und es war mega, mega cool. Erstens mal es ist cool, auf einem Boot zu leben. Man schläft da, man isst da, man ist mit anderen Leuten da, es macht mega Laune. Ja. Die Unterwasserwelt ist unglaublich. Jeder Spot war richtig geil mit Mantas, mit Haien, mit Schildkröten, mit Fischen. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja. Und dann natürlich diese ganzen Inseln, bei denen man hält, sind mega, mega schön und beeindruckend. Komodo Dragons kann man sehen. Ach ja, natürlich. Um Gottes Willen. So riesen Fledermäuse, ich weiß nicht, was da alles geboten wurde. Das war mega geil, also wirklich. Und die Strände sind so schön. Wir waren am Komodo, am Pink Beach waren wir und er war mit der schönste Strand, den wir je in unserem Leben gesehen haben. Ja. Also, wenn ihr die Chance habt, geht da auf jeden Fall hin. Es ist ein bisschen teurer, aber die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Flores hat ansonsten noch mehr zu bieten als nur den Komodo National Park. Ein cooler Ort war auf jeden Fall Bajawa. Und dort haben wir im Manulalo Jungle Resort gepennt, was wir auf jeden Fall schon mal empfehlen würden, weil ihr halt erstmal wieder mitten im Dschungel pennt. Ihr habt diese super süße Hütte mit dem Blick auf diesen super schönen Vulkan. Dann ist dieser Ort, also Bajawa, bekannt für so traditionelle Dörfer. Und ihr könnt natürlich die traditionellen Dörfer auch besuchen, was wir auch mega cool fanden, was eine echt coole Erfahrung war. Dann gab es noch Hot Springs in diesem Ort, auch mitten im Dschungel, einfach in so einem Fluss, was auch mega cool war. Und deswegen Bajawa und Manulalo können wir sehr empfehlen. Dann gibt es auf Flores noch den Kilimutuwa-Vulkan. Dann gibt es auf Flores noch den Kilimutuwa. Ihr wisst gar nicht, mit was für harten Wörtern wir hier immer um uns werfen müssen. Aber gut, dass wir nicht in Japan waren. Ja gut, dass wir nicht mehr nochmal über Vietnam sprechen. Ah ja, genau. Gar keine Ahnung mehr. Bong, bang, Ein weiteres Highlight, was Flores auch bietet, ist der Kilimutu-Vulkan. Das ist ein riesiger Vulkan mit 2 super coolen Lakes quasi innen drin. Man geht quasi den Krater hoch, ganz entspannt und easy, also wirklich für die Faulen perfekt gemacht. Und man kann dann quasi in diese Seen reinschauen. Die sind auch türkisblau. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit Schwefel zu tun. Und wir waren zum Sonnenaufgang da, was einfach mega geil ist. Die Sonne geht auf diese fetten, riesigen Seen in diesem Krater da drin. Man kann dann noch ein Stückchen weiter hochgehen und hat einfach eine coole Aussicht. Und deswegen lohnt sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Eine wunderschöne Atmosphäre, sage ich euch. Mega, richtig geil. Mega, richtig geil. Manchmal hat Dominik sogar gesagt, wird einer der Seen rot. Wir haben uns mal beide blau. Ja, das passiert manchmal, ich weiß nicht genau. Ja, genau, wenn irgendwas Mond wird, weiß ich. Genau. So, dann der letzte Punkt, den wir noch mit draufnehmen wollen, sind die Mentawais. Da muss man eigentlich wieder zurück nach Sumatra. Und von dort aus fährt man dann nochmal 5 Stunden mit einem Speedboot auf sehr, sehr abgelegene Inseln, die man auch die Malediven von Indonesien nennt, weil ihr halt einfach Inseln habt, mit mega unglaublich klein. Vielen Palmen drauf. Ja. Zwar ein paar kleine Resorts oder Hotels. Und um die Insel rum habt ihr dann unglaublich schönes blaues Wasser. Die Mentawais sind super bekannt für Surfen, weil es einfach einer der besten Surfspots der Welt ist. Und ich würde auch sagen, die Mentawais lohnen sich hauptsächlich für Surfer. Deswegen haben wir es auch am Ende mit auf die Liste genommen. Ja. Weil es super teuer ist, dort zu übernachten. Teuer ist auch relativ teuer, dorthin zu kommen. Ja. Und man kann eigentlich nicht viel machen, halt außer in seinem Resort hängen oder surfen. Und wenn man nicht surft und wenn man auch nicht gut surft, dann lohnen sich die Mentawais eigentlich nicht. Wenn ihr aber Surfer seid, also es ist wirklich wunderschön dort. Ja. Ihr werdet selten so gute Wellen surfen mit so wenig Leuten auf den Wellen. Und deswegen mussten die Mentawais auf jeden Fall mit drauf. Das war nämlich eins unserer Highlights dieses Jahr. Und das war letztes Jahr, ne? Das war letztes Jahr im Dezember. Okay. Aber zählt dieses Jahr. In den letzten 12 Monaten. Okay. So, dann noch ein paar Dinge, die es nicht mit auf die Liste geschafft haben, aber die trotzdem sehenswert sind. Das ist einmal generell Yogyakarta auf Java, was einfach eine schöne Stadt ist. In der Nähe von Yogyakarta ist der Borobudur-Tempel, was, glaube ich, einer der größten buddhistischen Tempel der Welt ist. Dann haben wir Raja Ampat, was das Taucherparadies von Indonesien sein soll. Waren wir leider noch nie, weil es auch sehr abgelegen, sehr exklusiv, sehr teuer ist. Soll aber auch sehr, sehr schön sein, wenn ihr vor allem Taucher seid natürlich.
Und als letztes haben wir noch den Alingaling auf Bali mit drauf. Einfach einer unserer Lieblingswasserfälle hier auf dieser Insel, weil man da springen kann, man kann rutschen und es ist einfach ein cooles, einzigartiges Erlebnis. Ja, ist man einfach kann geil. Springen, man kann rutschen. Ja, das brauche ich im Leben. Ja, ansonsten war es das mit unserer Highlight-Liste für Indonesien. Ja. Die erste Botschaft natürlich dieses Videos ist, Bali ist schön. Bali hat viele Vorteile und es gibt viele Gründe, nach Bali zu kommen. Definitiv. Aber wenn ihr Abenteuer sucht, wenn ihr unberührte Natur sucht, wenn ihr kulturelles Erlebnis sucht, dann gibt es auch viele andere schöne Inseln in Indonesien, die es sich auch zu sehen lohnt. Zu erkunden, ja. Genau. Und deswegen habt nicht nur Bali auf dem Schirm, sondern jetzt hoffentlich auch die ganzen anderen Inseln, ja. Die ganzen anderen Sehenswürdigkeiten. Plant das irgendwie ein. Die Flüge hier im Land kosten 30 Euro. Also man kommt super easy von Insel zu Insel. Und da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Das dauert auch, also was sind das für Flüge? 1-2 Stunden ja, vielleicht? Ja, nix. Und ja. Da ist noch Zeitverschiebung, also es ist ja. Gar kein Thema. Also mindestens einen Trip einplanen, ja. Wenn ihr auf Bali seid oder sogar mit dem Roller komplett drüber fahren oder so. Und dann, ja. Man kann die Inseln auch mit Fähren wechseln, also es ist so easy hier. Ja. Ja. Also seid jetzt gehypt auf Indonesien hoffentlich. Hoffentlich macht die Kacke hier auch bald wieder auf für internationale Touristen. Wir drücken die Daumen und dann sehen wir uns in Indonesien, würde ich sagen. Genau, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert uns gerne. Und wenn liked ihr das noch Video, nicht geliked wenn ihr habt, denkt, dann es ist likebar. Liked es, genau. Schickt es an eure Freunde und Familie. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt. Peace. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.